Hallo und herzlich willkommen an der Konservatorium Wien Privatuniversität. Wir schauen uns heute unsere drei Standorte an und zeigen euch Einblicke in Unterricht und Probenarbeit. Ich studiere hier auf Konservatorium Barockcello und Barockfagott. Ich studiere alte Musik, wegen ich liebe alte Musik. Ich habe vorher Pädagogik, Geige studiert und dann auch unterrichtet, und Barockmusik ist meine große Leidenschaft, und dann habe ich mich doch ein bisschen spät, aber doch dazu entschlossen, dass ich jetzt nur alte Musik studiere. Vorher habe ich moderne Geige sowohl in Warschau als auch in Wien abgeschlossen und ein postgraduales Studium Kammermusik, und ich freue mich sehr, dass wir zusammen Barockmusik machen können. Jetzt sind wir gerade in der Singerstraße, wo wir uns dann gleich Proben vom Cons Wien Barockorchester anschauen für ein Konzert im Wiener Musikverein. Wir befinden uns hier im Konzertsaal der Konservatorium Wien Privatuniversität, Abteilung für alte Musik. Wir proben für ein Konzert, das morgen im Wiener Musikverein stattfindet, eine Suite von Henry Purcell, die eigens für diesen Anlass zusammengestellt wurde. Suitensätze aus den Opern von Fairy Queen und King Arthur. Die Arbeit bis jetzt hat mich wirklich sehr, sehr froh gemacht. Ihr habt sehr gut mitgearbeitet, ihr habt sehr gemerkt, worauf es ankommt, ist die Musik inhaltlich zu erfassen und unter diesen gleichen Puls zu finden als Ensemble. Und obwohl das nur 15 Minuten sind, die wir hier spielen, es ist eine Konzentrationsfrage. Ihr habt gemerkt, ihr fangt super an, dann kommt die erste Aufweichung von einer Geige oder von einem Cello oder irgendein Ton, der ein bisschen aus dem Konzept heraus ist, weil ihr Musiker seid. Das ist ja das große Ding daran. Ihr versucht schwungvoll zu musizieren, bleibt aber bitte immer im Orchesterverband. Ja, ihr tretet jetzt nicht als Einzelkünstler auf, sondern wirklich als Ensemble. Und daran werdet ihr gemessen. Ja, also findet gemeinsam einen Puls, und jeder ist verantwortlich, wie gut das Ensemble spielt. Ja, nicht anonym bleiben im Ensemble. Bleibt Musiker, aber in den Raster einrufen. Schau, komm. Schau mal, was hängen geblieben ist. Das ist mein zweites Jahr, also ich habe noch ein paar Jahre zum Abschluss. Darauf freue ich mich eigentlich sehr, auf diese Jahre von Studium und auch die Barockmusik besser kennenzulernen. Und ich möchte gerne mein eigenes Ensemble gründen. Also jetzt habe ich schon Pläne, mit welchen Leuten ich das machen möchte, und weiter einfach tätig in der alten Musikszene sein. Ungefähr so kann ich mich da kurz und bündig anschließen. Also ich habe jetzt noch keine Pläne, ein eigenes Ensemble zu gründen, aber durchaus möchte ich sehr aktiv tätig sein in der alten Musikszene. Bei uns auf der Konservatorium Wien Privatuniversität leite ich seit 2005 die Abteilung Tanz. Die Abteilung Tanz ist ursprünglich hervorgegangen aus den beiden Abteilungen Tanzpädagogik und Ballett. Und wir haben also seit 2005 in einem sehr intensiven und spannenden Prozess die Tanzausbildung und die Tanzpädagogikausbildung Schritt für Schritt reformiert und auf neue Studienpläne sozusagen dafür aufgebaut. Ja, zu meiner eigenen künstlerischen Biografie. Ich habe nach meiner Tanzausbildung
30 Jahre lang gemeinsam mit dem Manfred Eichinger eine Kompanie in Wien geleitet, das Tanztheater Homunculus. Wir haben mit einem großen Ensemble insgesamt an die fast 50 abendfüllende Produktionen entwickelt, haben das in Wien gezeigt, aber auch international, und waren da sozusagen voll involviert in die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes der letzten Jahrzehnte. Wenn du genau da bist, komm, wupp, und jetzt, wow, wupp, und dann ist es weg. Ja, genau. Und noch einmal, da ein bisschen. Da kann man mit hin. Und, ja, von hier. Und, ups, Schulter, yes, genau, super. Unsere Bühnentanzausbildung ist ein Bachelorstudium für zeitgenössischen und klassischen Tanz. Das heißt, dass die Studierenden, die wir ausbilden, gleichermaßen in der klassischen als auch in der zeitgenössischen Technik geschult werden. Wir arbeiten in der Bereich des klassischen Tanzes mit unterschiedlichen Professoren, das heißt, die auch unterschiedlichen künstlerischen Background natürlich haben, und vereinen so im klassischen Tanz unterschiedliche Einflüsse. Wir haben einen Kollegen, der also noch sehr strikt nach Vaganova-Methode, also nach der russischen Methode unterrichtet. Wir haben eine Kollegin, die bis vor kurzem bei der Forsyth Company getanzt hat, das heißt, die einen ganz anderen Zugang zum klassischen Tanz dadurch hat. Und wir haben eine Kollegin, die lange Jahre bei John Neumeier getanzt hat. Das heißt, es ist wiederum ein etwas anderer Zugang zur klassischen Technik. Wichtig ist uns hier die künstlerische Persönlichkeit, die Technik vermittelt. Das heißt, es darf sozusagen unterschiedliche Ansätze und Wege geben. Aufgabe des Studenten ist es, aus einem sozusagen pluralen Ansatz, aus einem diversen Bild sozusagen den eigenen Zugang zur Technik zu entwickeln und sozusagen für sich jeweils das herauszuholen, was sie oder ihn weiterbringt. Ähnlich ist der Aufbau im Bereich der zeitgenössischen Technik, wo wir auch mit sehr unterschiedlichen Lehrenden arbeiten, die von unterschiedlichem Background kommen. Und auch hier ist unser Motto, ein möglichst vielfältiges Angebot zu machen, um in die Vielfalt sozusagen oder um ein Abbild der heute stattfindenden beruflichen Vielfalt auch geben zu können. Das heißt, es gibt heute weder im klassischen noch im zeitgenössischen Tanz die eine Stilrichtung, nach der sich alle orientieren, sondern wir haben sehr, sehr unterschiedliche künstlerische Konzepte, sehr unterschiedliche Herangehensweisen in der Kreation, und das versuchen wir in unsere Ausbildung hereinzuholen, um sozusagen die Studierenden möglichst gut auf die zukünftige Berufspraxis vorzubereiten. Das ist wirklich so alltäglich eine große Freude und gleichzeitig Austausch und Herausforderung mit den Studentinnen zu sein, und ich lehre sehr, sehr viel von denen. Wir bemühen uns, diese Grundidee, dass der Tanz so viel Kraft hat, zu verbinden alle Leute, unterschiedliche Leute, und dass es so wichtig ist, diese Liebe zum Tanz und auch die Offenheit, welche der Tanz vermittelt, zu pflegen. Ja, also wir sind jetzt im Studienreferat der Konservatorium Wien Privatuniversität. Wir im Studienreferat, wir nehmen die Bewerbungen entgegen von Studierenden, von Bewerberinnen, die sich für ein Studium bei uns interessieren.
Ja, bewerben kann man sich an der Konz-Uni das ganze Jahr über. Die Zulassungsprüfungen finden aber konzentriert im Zeitraum Februar-März statt. Das heißt, wer immer sich interessiert für ein Studium an unserer Universität, müsste bis spätestens Mitte Jänner seinen Bewerbungsantrag abgeben. Alle Informationen zu den Studien der Konservatorium Wien Privatuniversität finden Sie auf der Website unserer Universität. Und zwar ist die Website-Adresse www.konservatorium-wien.ac.at. Wir haben an der Konservatorium Wien Privatuniversität 16 Bachelorstudiengänge und 15 Masterstudiengänge. De facto sind das aber über 100 Studienzweige in allen Orchesterinstrumenten im Bereich Musik und darstellende Kunst. Es gibt in manchen Studiengängen weiterführende Masterstudiengänge, eigentlich in den meisten Studiengängen, und wir arbeiten gerade daran, dass es auch im Theaterbereich Masterstudiengänge gibt. Circa, man kann nicht genau sagen, wie viele wirklich weiter studieren, also die ein anderes Bachelorstudium, ein Masterstudium anschließen. Ich würde mal so sagen, im Schnitt ist das so ein Drittel der Studierenden. Wir haben ca. 1500 bis 1600-700 Bewerberinnen pro Studienjahr und davon werden ca. 200 Studenten aufgenommen. Das heißt, das Auswahlverfahren ist sehr selektiv an unserer Universität. Es hängt natürlich vom Studiengang ab. Zum Beispiel im Bereich Musical wird pro Studienjahr ein Ensemble aufgenommen mit 8 Studierenden, 4 Frauen, 4 Herren. Und man kann so sagen, es sind 300 Bewerber und wie gesagt, 8 Studienplätze stehen zur Verfügung. Wenn man den Raum aufreißt, wo der andere hineinstechen kann. Zwei Meter Abstand. Tempo 9. 2 Meter Abstand, 2 Meter. Und jetzt kommt Text. Wenn er nicht kommt, guckst du das Messer nochmal an. Was habe ich getan? Das ist eine Rechtfertigung dafür. Sie hat es verdient. Ungut, danke schön. Ausschütteln. Bitte? Die Seifenoper des Konz hat wieder zugeschlagen. Ja, man kann es auch sagen. Ja, ist gut. Wir haben uns jetzt halt vorerst mal festgelegt, auf je nur einen Chorus, aber nachdem er ja Jazz, ne, man weiß nie. Kann ja auch durchaus sein, dass wenn er sagt, der würde es noch spielen, dass beim zweiten Chorus dann eben schon auf Swing ist. Und bei seinem ersten, wieder zurück zum Beispiel, oder irgendwie so Zeug sagt. Oder er schreit dich dann an und sagt, no, stay! Dann ist auch wieder alles klar. 1, 2, 3, 4. Konservatorium der Stadt Wien geht zurück auf eine Zusammenfassung verschiedener Wiener städtischer Einrichtungen aus dem 38er Jahr hier an diesem Ort. Nach dem Krieg dann Begründung der Musiklehranstalten der Stadt Wien in der, wie ich sie nenne, Dreifaltigkeit von Musikschule, Konservatorium, Kindersingschule, Konservatorium sozusagen das Flaggschiff, die Ausbildungseinrichtung, hier an diesem Standort eben seit damals stabil geblieben. Die verschiedenen Menschen, die hier studiert haben, sind sehr unterschiedlich. Also wenn man sich vorstellt, einer der ersten Absolventen des Konservatoriums war Paul Badur aus Koda im Jahr 47. Das ist ja so sehr faszinierend. Oder Joe Zawinul,
hat hier studiert. Später auch Elfriede Jelinek, die hier ausgebildet wurde. Und tatsächlich, ich habe sogar ihre Matrikel studiert. Also sie hat in zwei Fächern auch Abschlussprüfungen gemacht. Also doch ein sehr interessantes Haus gewesen, sozusagen immer ein bisschen so in einem, in einem Schatten natürlich der großen Musikakademie, der staatlichen Musikakademie, der Musikhochschule. Dann, als ich hier ankam, 1999, hatten wir doch uns große Mühe gemacht, darüber nachzudenken, wie das weiterzuentwickeln wäre. Und nicht zuletzt im Zuge der Universitätswerdung der österreichischen Kunsthochschulen, also der staatlichen fünf an der Zahl, entstand ein gewisser Entscheidungsdruck. Was tun wir jetzt mit dem Konservatorium? Ist es weiterhin so ein Zwischending zwischen Musikschule und Hochschule oder soll es doch aufschließen zu den Spitzeninstituten? Die Entscheidung fiel für das Zweite. Und man hat dann das Konservatorium aus dem Verband der Musikschulen und der Kindersingschule herausgelöst, hat eine Gesellschaft gegründet im Alleineigentum der Stadt Wien, die Konservatorium Wien GmbH. Und diese betreibt bis heute die Konservatorium Wien Privatuniversität. Also eine Einrichtung, die nach meinem Bonmot weder ein Konservatorium noch privat ist. Es ist eine Universität im öffentlichen Eigentum, somit also auch steuergeldlich finanziert, weitestgehend und mit Aufgaben vergleichbar eben den staatlichen Universitäten. Don't go a little. Die Herkunft der Konsuni ist relativ konservativ. Viele Jahrzehnte wurde hier im Mittelpunkt die klassische Musik, die Wiener klassische Musik gestellt und man hat sich sehr bemüht, auch für die örtlichen Orchester Nachwuchs auszubilden und ist sozusagen in gewisser Weise im Mainstream geschwommen, sehr ehrenwert und sehr bemüht. Die Zeiten haben sich doch sehr verändert. Nicht nur haben junge Musikerinnen, Schauspielerinnen, Tänzerinnen nicht mehr die Berufsbilder vor sich wie noch vor 20 Jahren. Also die fixe Stelle an einem Theater oder in einem Orchester ist doch eher die Ausnahme. Aber es haben sich auch die Bedürfnisse der Gesellschaft und des Publikums und auch der jungen Menschen verändert. Daher haben wir hier so einen behutsamen, wie ich hoffe und glaube, eine behutsame Veränderung vollzogen oder vollziehen Sie weiterhin Richtung Zukunft, ohne die gute Tradition geprüft zu haben. Also die Weitergabe des Feuers, ein beliebtes Bonmot, steht im Zentrum und das bedeutet, Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst ist ein Fokus. Experimente, Forschung, interdisziplinäre Projekte sind ein Schwerpunkt. Ungewöhnliche Ideen sind willkommen. Lehrkräfte und Studierende, die nicht gerade angepasst sind, haben hier eine Chance. Also in gewisser Weise so etwas wie ein Alternativprogramm zu der eigenen Vergangenheit. Wir haben ja das letzte Mal besprochen, dass wir das eher aus dem, wir möchten also nicht so jetzt in Anführungszeichen ein Ritardando machen, ja, sondern das einfach homogen abschließen lassen. Ja. Also das kommt dann eh einfach zur Formate hinspielen, ne? So nach dem Gefühl her. Also nicht so ein richtiges Ritardando machen, ja, sondern einfach nur breit nehmen, weil es steht ja broadly da. Mhm. Bam, bim, bam, bim, bam, bam. Mhm. Wo hinspielen zur Formate? Also wir könnten noch einmal versuchen, dass jetzt zum Beispiel der Matthias bam, 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 bim, und den letzten gibt und du transponierst quasi diesen Abschlag für die anderen. Also dass die sehen an dir, weil die sehen den Matthias nicht, aber du siehst ihn.
Wir haben die Fanfare vor St. Edmundsbury geprobt gerade. Die Lehrveranstaltung heißt Künstlerische Ensemblepraxis für Blechbläser. Und das ist jetzt ein Trio. Ich arbeite mit ganz vielen verschiedenen Besetzungen, alles kammermusikalischer Natur. Und wir versuchen halt, Musik auf den Grund zu gehen in dieser Vorlesung und zu schauen, was man aus kammermusikalischen Stücken alles rausholen kann. Das ist je nach Stil unterschiedlich, das ist auch je nach Anlass unterschiedlich. Das ist jetzt ein ganz besonderer Anlass, weil die drei Spieler sich dann im Raum verteilt aufstellen, was einen ganz tollen akustischen Effekt haben wird. Ich unterrichte am Konservatorium hier in Wien seit einem Jahr. Ich habe die Stelle über ein Hearing bekommen. Da spielen sozusagen mehrere Leute vor, unterrichten vor und dann wird sozusagen die Stelle vergeben. Trompeter bin ich seit fast 35 Jahren, habe studiert Musik in Salzburg, in Karlsruhe, in Basel, in Berlin, in München, in Zürich und hatte ursprünglich eigentlich eine Karriere als Orchestertrompeter. Ich hatte verschiedene Stipendien in Zürich in der Oper, in Berlin bei den Philharmoniker. Dann habe ich eine Weile in München an der Staatsoper gespielt und zum Schluss war ich dann Solotrompeter in Wiesbaden für ein paar Jahre. Habe dann aufgehört und spiele seitdem, also seit 9 Jahren jetzt bei Nozill Brass und verdiene damit auch mein Geld und vertreibe mir auch hauptsächlich meine Zeit damit. Ich studiere hier Dirigieren beim Professor Mark, Georg Mark und Harpsichord auch bei Professor Erich Traxler. Und ja, ich studiere hier, weil ich finde Wien eine sehr gute Stadt für Musik studieren und ich finde diese Atmosphäre hier in diesem Konservatorium sehr professionell und ja, ich bin sehr glücklich, hier zu sein und hier zu studieren. Ich werde mein Studium weitermachen und ein Masterstudium vielleicht und ich versuche dann einen Job zu finden als eine Dirigentin und es ist nicht leicht, aber ich werde mein Bestes versuchen. Der Erfolg einer Universität bemisst sich und hängt ab von den Menschen, die hier sind, Lehrende und Studierende. Das heißt, das Wesentliche ist, die richtigen Menschen anzusprechen bei den Berufungsverfahren für die Lehrkräfte und bei den Zulassungsprüfungen für die Studierenden. Die Chance ist auf beiden Seiten dann eine gute, wenn diese Menschen etwas suchen, was sie woanders vielleicht so nicht finden, eben diese Offenheit, Vielfalt und auch den Gegenwartsbezug. Ich glaube, die Studentinnen und Lehrkräfte, die wir hier anziehen, werden gemeinsam eine Identität, ein Profil entwickeln, was tatsächlich uns unterscheidet von den Mitbewerberinnen, sage ich jetzt bewusst. Und ich denke, das ist auch gut für die Stadt, dass es hier quasi diese Möglichkeit gibt, die Kunst in einem zeitgenössischeren, moderneren und offeneren Raum zu erfahren. Somit sind alle Menschen, die neugierig sind, offen sind, aber natürlich auch sehr leistungsfähig und kreativ, herzlich eingeladen. Nebenbei mit wechselnder Intensität nach wie vor dem ursprünglichen Beruf, Pianist treu, verletzungsbedingt jetzt gerade Pause, aber ansonsten doch intensiv, auch mit Aufnahmen und Reisen, soweit es eben kompatibel ist mit dieser Tätigkeit hier als Universitätsleiter. Freilich, das eine bedingt das andere. Ich sehe mich hier nicht als Administrator, wiewohl natürlich viel Administration zu leisten ist, aber ich sehe das immer im Geiste und im Sinn und zum Zweck der Kunsterschließung und natürlich vor allem der Kolleginnen und Kollegen, Studierenden und Lehrenden. Ich bin mit 5 Jahren begonnen, Akkordeon zu lernen und meine Eltern hatten keine Zeit gehabt. Und haben sie, also mein Nachbar, ein Nachbarkind spielte ein Akkordeon, ein kleiner, und da habe ich das gesehen, das ist sehr interessant.
Und meine Eltern hat auch für mich eine gekauft. Und je länger das ich spiele, desto immer mehr interessant geworden für mich. Und dann bin ich dann von zu Hause weit weg nach Musikhochschule, natürlich in China. Da habe ich so dort studiert mit dem Professor. Aber irgendwann reicht er mir nicht mehr. Weil so von Klangtechniken, was man speziell bei Akkordeon anbietet, dann bin ich entschieden, dass ich nach Wien zu kommen, zu studieren. Ja. Und Glück habe ich einen super Professor. Seit 2005, also schon 8 Jahre hier am Konservatorium. Und das ist eine Spezialität unseres Hauses in Wien. Das ist die einzige Universität, die eine Akkordeonausbildung auf universitärem Niveau bietet. Es gibt immer wieder Workshops. Wir bieten auch die Möglichkeit der Hospitation. Das heißt, wer immer sich interessiert, soll sich an uns wenden im Studienreferat. Wir stellen gerne den Kontakt mit der Abteilung her, wo man dann einen Hospitationstermin ausmachen kann und sich einmal die Abteilung oder eine künstlerische Klasse anschauen kann. Wir befinden uns hier im Leonie-Rieseneck-Saal des Konservatoriums der Stadt Wien, Privatuniversität, und proben gerade Orpheus in der Unterwelt von Offenbach. Das ist der 2. und 3. Jahrgang der Abteilung Musical, musikalisches Unterhaltungstheater.